Wo lagert ihr euer Kraftfutter? Ist es bei euch genauso aufwendig beim Füttern? Deckel auf, Deckel zu. Ich habe mich hier mal nach einer Lösung schlau gemacht, um das Ganze etwas zu vereinfachen und möchte euch hier in meinem Video darüber berichten. Also ich fand unser System, wie wir unser Kraftfutter lagern, eigentlich schon gar nicht mal so schlecht. Wir haben also hier diese üblichen Kunststofftonnen, das Ganze auf dem Rollbrett gelagert. Und so konnte man dann hier dementsprechend immer den Deckel abnehmen und das Kraftfutter füttern, logisch. Was mich aber hier so tierisch genervt hat, ist dieser Deckel. Weil den Deckel muss man natürlich irgendwie immer neben dran legen. Und da wir zwei verschiedene Sorten Kraftfutter für die Pferde haben, also für unterschiedliche Pferde haben, haben wir natürlich auch zwei Deckel dementsprechend hier rumfliegen. Und das Ganze hat mich wirklich tierisch genervt. Und wie gesagt, habe ich mich mal auf die Suche gemacht, wie man das Ganze wirklich viel, viel, viel komfortabler lösen kann. Fündig bin ich geworden in einem großen schwedischen Möbelhaus. Und hier verkaufen die hier diese 60 Liter Mülleimer, eigentlich als Mülleimer gedacht, aber natürlich für uns optimal. Das Besondere eigentlich an dem Eimer, erstens mal, dass er natürlich 60 Liter fasst, ist natürlich auch hier vorne diese Klappe. Das heißt also, hier könnt ihr ganz bequem mit einem Schöpfer eintauchen und das Futter auch rausholen. Also wirklich relativ primitiv, natürlich Plastik, ganz klar, aber sehr robust gebaut das Ganze. Kostet so um die 15 bis 18 Euro, also auch relativ günstig. Und hier habe ich mir jetzt mal noch Gedanken gemacht, wie man das Ganze noch so komfortabel einbauen kann, dass es dann auch wirklich richtig Spaß macht, abends die Pferde zu füttern. Hierfür habe ich mir im Internet solche Schubladenschienen oder Führungsschienen gekauft. Die kennt ihr alle an der Schublade dran und die haben auch diesen Soft-Einschub. Das heißt also, das letzte Stück ziehen die dann von alleine ein. Sind auch nicht teuer, kostet glaube ich so ein paar, ja, auch um die 20 Euro. Und da habe ich jetzt mal geschaut, wie man das Ganze am besten jetzt hier mit diesem Mülleimer kombinieren kann. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt so der riesengroße Heimwerker, haben mir aber dann überlegt, das wäre doch bestimmt toll, wenn man den Mülleimer gerade irgendwo also einhängen könnte. Und hierfür habe ich mir ganz einfach hier diese normalen Bretter zugeschnitten. Die passen dann genau hier unten in den Falz hinein. Und auf diese Bretter habe ich dann hier diese Scharniere geschraubt. Und diese Scharniere werden dann ganz einfach irgendwo drunter geschraubt, so wie wir das jetzt auch gemacht haben. Und schon habt ihr wirklich ein super System. Das könnt ihr auch natürlich erweitern auf mehrere Mülltonnen. Und dann habt ihr wirklich ein super ordentliches System, wo ihr also wirklich ganz toll das Kraftfutter dann schöpfen könnt. So, und so sieht das Ganze dann in Vollendung aus. Also hier haben wir unseren Futterplatz. Ich habe also auf der einen Seite, hier habe ich mal unsere Eimer hingehängt, dass die also nicht auf dem Boden stehen. Und hier sind unsere Mülltonnen, die ich also jetzt hier direkt in Arbeitshöhe eigentlich gehängt habe. Die kann man jetzt, wie gesagt, hier so schön rausziehen und dann öffnen. Der nebenan genauso. Wie gesagt, also hier dieser Portionierer, der passt auch genau rein. Und so kann ich dann hier direkt die Eimer befüllen. Also wirklich eine top ordentliche Sache. Hier wieder zurückschieben und das Ganze ist wieder aufgeräumt. Und natürlich die Mäuse kommen auch nicht rein, was ja auch wichtig ist. Ne? Also die Deckel, die liegen wirklich relativ fest auf. Also da dürfte normalerweise nichts passieren. Und wie man sieht, also die Pferde haben sich auch schon direkt an dieses Geräusch gewöhnt. Also eine Isha kommt jetzt auch schon direkt, wenn man hier die Klappe öffnet, weil sie genau weiß, es gibt gute Gute. Gell? Gute Gute. Ja, siehst du? Gute Gute gibt's. Aber jetzt noch nicht, erst später. Ja? Ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen und mich würde es wirklich riesig freuen, wenn ihr mir hier vielleicht einen Kommentar mal hinterlassen würdet, vielleicht mit Anregungen oder was euch vielleicht sonst noch interessieren könnte. Natürlich freue ich mich auch riesig für einen Daumen nach oben, weil so weiß ich zumindest, dass meine Videos euch gefallen haben. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Pferdezeit und bis zum nächsten Video. Ich freue mich.